Meine Damen und Herren, mit Erlaubnis auch meines kirgisischen Gastes möchte ich aus aktuellem Anlass einige Worte zu dem dramatischen Brand in Notre Dame vorausschicken. Wie viele, viele Menschen habe auch ich gestern Abend tief betroffen die Bilder von dem Brand in Notre Dame in der Kathedrale verfolgt. Diese herrliche Kirche, das Herz von Paris, in Flammen zu sehen, hat uns ja alle tief berührt. Ich habe gestern bereits mit dem französischen Präsidenten abends Kontakt gehabt, heute Vormittag auch mit ihm telefoniert und habe ihm die Anteilnahme der Menschen in Deutschland auch übermittelt. Ich habe die große Hochachtung für die Leistung der Rettungskräfte, insbesondere der Feuerwehrleute, auch zum Ausdruck gebracht. Dadurch konnte es gelingen, wesentliche Teile von Notre Dame zu erhalten. Notre Dame ist ja nicht nur das Symbol des Christentums in Frankreich, sondern Notre Dame ist auch unser gemeinsames europäisches Erbe, das wir miteinander teilen. Und deshalb sind wir natürlich auch gerne bereit, und das habe ich mit unserer Staatsministerin für Kultur vereinbart, dass wir gemeinsam an dem Wiederaufbau mitwirken, auch mit deutscher Expertise, mit deutscher Erfahrung. Und die Kulturminister werden sich genau darüber austauschen. Wir jedenfalls in Deutschland haben intensiv Anteil genommen an dem, was gestern in Paris passiert ist. Meine Damen und Herren, jetzt möchte ich den kirgisischen Präsidenten, Herrn Tschebendikow, ganz herzlich begrüßen. Er ist sozusagen zum ersten Mal zum Staatsbesuch jetzt in Deutschland und ich freue mich, ihn in Berlin begrüßen zu können. Ich selber war 2016 in Ihrem Land, in Kirgisistan, bin immer noch von der Schönheit des Landes beeindruckt, aber natürlich auch von dem Anspruch, mit dem Sie die Probleme, die es gibt, bewältigen wollen, der Aufbau einer parlamentarischen Demokratie, der Umgang mit den natürlichen Ressourcen, die Bewältigung der geostrategischen Lage oder auch die multilaterale Zusammenarbeit. Und das sind Themen, die uns auch einen. Wir wollen unsere bilateralen Beziehungen weiterentwickeln und vertiefen, gerade in den Bereichen Jugend, Bildung, Forschung, aber natürlich auch im Bereich der Wirtschaft. Es gibt immerhin schon 25 Hochschulpartnerschaften zwischen unseren Ländern. Über 500 Studierende aus Kirgisistan sind in Deutschland. Und einen wichtigen Beitrag, und ich habe gerade gesehen, in Ihrer Delegation ist auch ein Repräsentant der deutschen Minderheit, einen wichtigen Beitrag zu der Brücke zwischen unseren Ländern leisten auch die 8000 Personen der deutschen Minderheit in Kirgisistan. Wir freuen uns, dass die Wirtschaftsbeziehungen da sind, aber sie sind sicherlich noch ausbaufähig. Und ich glaube, dass gestern das deutsch-kirgisische Wirtschaftsforum in München doch ein Startpunkt wieder für eine bessere und intensivere Wirtschaftskooperation sein können. Sie haben das persönlich eröffnet und damit auch das Interesse Kirgisistans an einer solchen umfassenderen wirtschaftlichen Kooperation unterstrichen. Wir würdigen alle Bemühungen Kirgisistans für die verstärkte regionale Zusammenarbeit, insbesondere auch die Wasserkooperation. Und wir ermutigen Kirgisistan dazu, auch im Rahmen der Internationalen Stiftung zur Rettung der Aralsee-Region gemeinsam mit anderen Partnern nach Lösungen zu suchen. Die Europäische Union, über die wir sicherlich auch sprechen werden, entwickelt gerade eine Neufassung der Zentralasien-Strategie
Und auch da in diesem Kontext werden wir über die Erwartungen in diesem Fall sprechen, die Sie an die Kooperation mit der Europäischen Union und damit auch an Deutschland haben. Ich möchte Ihnen ein herzliches Willkommen sagen und freue mich, dass Sie hier sind. Hurmatlı masal mağma kazaklar mekulları, hurmatlı ayınların amcalar, barınamıza, Deniz Girmanya'ya, Rasmi Safanlı'nı çakırgan duruşu, sizler aldık, kansiler, Angela Merkel ayını hakikaten daha sık indirelim. Bugün biz Hek Ölkü'nün ortasındaki kızmaktaşlıkların, aktualdı meselelerin, kalkulayıcının, gelecekliğinin planlarını belirleyiz. Akırkı yıllarda Cogorku Can'a yeni Cogorku dengeldeki siyasi baylanışlar büyük bir aktifleşti. Buğa 2016 yılı bilir aldık. Kansler Angela Merkel'in Kırgız Respublikası'na resmi saparının gelişi öbürletildi. Bugün bilir aldık Prezident Frank Walter Steinmeier'in Can'a Bundestag'ı Prezidenti Wolfgang Schäuble Mızamı'nın Mali'nin siyasi yolu sabırlı öptü. Biz mazmundu genel genişliği süreçlerdi, ötürdük. Alar ektiraktı, karım katmaştık, bağırdı karmaktarın içine kantık. Öldüre işimindina çünür manayda bolu öttü. Geçemin kreşarında Bavaria yetekliğinin yoğuşlarcına süreç ötürdük. Han Zaydılat'ın da kontu süreç süredim. Kırgızistan'ın önü güçlü turalı Kenan Aytı verdim. Bize kölkönün bizi süreçli Ökülleri çıkan Kırgız-German işçiler forumun götürdük. Ekonomik hırmattaşlıktı aktifleştirme bağıttalgan baylanışlar üzüldü. Ekonomik hükümet törücüne mekemin ortasında ondun aşın manlı dokumentlerge kol koyuldu. İşkellerin ortasında bir katar kreşindirgene memalandırga kol koyuldu. Onlardan cevapı cihintiği birbiri akın aşık yuvara tüzeldi. Kırgızistan'ın Germanya'nın ortasında hizmettaşlığının gelecekte bağıtlarına soğuk ekonomik tarımları, hidroenergetika, yaşlı ekonomik önüktürü, önerciye, ayın çarba, cana, turizm giret. Kırgızistan için Germanya'nın investisyonu tartu, çakancının orta işkeleti tüzü, cana ayın çarabada hizmettaş vakti aldı, bol hissettiler. Kırgız Respublikası bugün fonlu siyasi ve sosyal ekonomik olarak jaktın aktivit türde canlanma yolunda baratak. Bizim negizgi maksat ekonomik asyonik gön, parlamentin demokratiyalık kutuk memleketli tüzü olup sanalar. Jalpısından biz Kırgız German karım katmaslarının önügü dengelinde kanatlarımızı bildiriyoruz. Германия Федерациясы Республикасынын соода экономикалык байланыштары кеңейтүүгө басым жасоо менен азыркы темпти улантуу маанилүү деп эсептейбиз. Кыргыз герман парламентаралык кызматташуунун активдештүү биз үчүн өтө маанилүү. Маданий гуманитарлык жаатта билимдер жана илим тармагында мындан ары да тыгыз кызматташабыз деген үмүттөбүз. Бул багыт Кыргызстандын келечеги үчүн жакшы инвестиция болот деп ишенебиз. Albette Kırgızistan'ın Avrupa Birliği'nin bir hizmet taşı meselesi zaten tercihinde durar. 2019 yılı Avrupa Birliği'nin Bavaraja boyunca canlı stratejisinin kabul alı sözüyle. Kırgızistan'ın Avrupa Birliği'nin kengeytilgen önüktöşüsüne hizmet taşlık boyunca canlı kereşimge kol koyusu kandalıcıdır. Германия тарапка бизге көрсөткөн меймандос үчүн терең ырахмат билдиребиз. Кыргыз Республикасы менен Германия Федеративдүү Республикасынын кыргыз кызматташтыгы мындан ары бекемдер жана өнүгөтсөр терең ишенебиз. Чоңуңарга рахмат. Thank you.